House music all night long. Hallo liebe YouTube-Freunde, liebe GPC-Gemeinde, ich begrüße euch ganz recht herzlich auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute mal wieder eine neue Waffe aus meiner Sammlung vorstellen. Es handelt sich hierbei, wie unschwer zu erkennen, um die Beretta 84 FS. Eine CO2-betriebene 4,5 mm Airgun. Diese Waffe gibt es auch im Kaliber 6 mm, ebenfalls CO2-betrieben. Ich habe mich allerdings für das 4,5 mm Modell entschieden. Und in diesem Karton wird sie halt geliefert. Umarex ist hier der Importeur, Auftraggeber, wie auch immer. So wird sie wie gesagt geliefert. Da mal eine kleine Bedienungsanleitung. Kann man sich angucken, muss man aber nicht, weil das erkläre ich euch ja jetzt gleich. Die Waffe ist aus Vollmetall, bis auf die Griffschalen, die sind aus Plastik. Und was sofort auffällt, ist, dass ich hier schon wieder etwas verändert habe. Und zwar am Magazin befindet sich im Normalfall diese Feststellschraube. Ich zeige es euch hier nochmal. Auf der Anleitung sieht man das, nämlich genau hier unten. Ja, so ein bisschen noch zu sehen. Da ist diese Rändelschraube, Feststellschraube, die man so einklappen kann. Ich finde die hässlich und ich weiß nicht, warum es Umarex nicht schafft, diesen Mist endlich mal abzuschaffen und gegen eine Sechskantschraube zu ersetzen, wie es andere Hersteller auch tun. Weiß ich nicht, wahrscheinlich hat man noch so viel alten Krempel rumliegen, den man erstmal noch verbauen muss. So, auf jeden Fall ist das Erste, was ich bei solchen Waffen entferne, wenn ich sowas kaufe, das muss weg. Der Knubbel da unten lässt sich wunderbar mit einer Flex entfernen. Und wie ich das gemacht habe, das schauen wir uns jetzt erstmal an, bevor wir uns weitere Teile der Waffe anschauen. Erstmal diesen hässlichen Pinocchio hier entfernen. So. Diese Scheiße hier erstmal abbrechen. So, Nummer 1. Und diese hässliche Feder hier, die keiner nicht braucht. So, genau. Jetzt spannen wir das Ding hier ein. So, der Scheiß ist ab. Jetzt machen wir noch eine schöne Kerbe da rein, dass wir den auch mit dem Schraubenzieher greifen können. Sein. Ja, so wie gesagt, gibt das Ganze ein viel schöneres Bild. Man kriegt das also mit dem normalen Schraubenzieher kriegt man das also geregelt. So, jetzt gucken wir uns mal die Einzelheiten zur Waffe an. Wie ich schon sagte, CO2 betrieben das Ganze. Dieses Magazin ist auch typisch für Umarex. Das wurde in vielen Waffen verbaut oder kam in vielen zum Einsatz. Nicht zuletzt in der neuen Makarov CO2 Blowback von Wingun, die auch unter Umarex Flagge läuft. Das wurde schon das erste Mal eingesetzt in der Umarex Racegun. Da gab es dieses Magazin schon. Und wie gesagt, jetzt hier in der 84 FS. Ja, gut. Also wie gesagt, dieser Knubbel hier ist weg. Und das geht ganz gut mit dem Schlitzschraubenzieher. Wir haben hier Single Action Only, ja, auf den Griffschalen, die sind wie gesagt aus Plastik, befindet sich beidseitig das Beretta Logo. Wenn wir schon mal auf dieser Seite sind, der Sicherungshebel ist ebenfalls beidseitig zu bedienen. Hier haben wir das F,
Hier sind noch die Schriftzüge. Kaliber 4,5 mm, Punkt 177, das S für Stahlkugel. Ein paar Beretta-Schriftzüge. Ja. Made for Umarex Germany. Hier auch nochmal das Beretta-Logo, Pietro Beretta. Und ja, der Hammer, der Verschlussfanghebel. Und hier haben wir noch den Zerlegehebel. Wie die Waffe zerlegt wird, das schauen wir uns nachher auch noch an. Das ist die Mündungsansicht. Ja, wir haben hier einen glatten Lauf, ganz klar, weil Stahlkugeln brauchen wir keinen gezogenen Lauf. Hier ist noch eine Seriennummer, hier auch nochmal Pietro Beretta Gardone V.T. So, ja, die Waffe selbst ist wirklich klasse. Ich habe einige Sachen hier dran verändert, beziehungsweise auch verändern lassen. Mein befreundeter Büchsenmacher hat sich um die Abzugsmechanik ein wenig gekümmert. Der hat dafür gesorgt, dass der Abzug hier ein bisschen besser funktioniert, nicht mehr so hakelig ist. Dazu wurden im Inneren einige Arbeiten gemacht. So viel ich weiß, hat er da eine Feder gekürzt und auch einige Sachen wohl ein bisschen abgeschliffen. Was genau gemacht wurde, kann ich so nicht sagen. Ist mir aber auch von der Sache her Banane, weil das funktioniert jetzt relativ gut. Im Vorfeld war es so, dass man hier wirklich drücken musste wie ein Ochse, bis hier mal irgend sich ein Schuss löste. Das kann man also auch korrigieren, wenn man dafür ein bisschen handwerkliches Geschick hat. Ja, hätte ich auch selbst machen können, aber wozu hat man Freunde? So, ja, ich habe dann festgestellt, dass mir die Griffschalen nicht gefallen. Die Griffschalen von der originalen, so wie hier jetzt in Plastik, weiß ich nicht. Die Waffe ist gar nicht so schlecht, die dachte ich mir, kann man ein bisschen aufwerten. Und da gibt es ja im Internet verschiedene Möglichkeiten, sich Griffschalen zu besorgen. Ich habe mir mal hier die originalen Griffschalen besorgt für die Beretta 84. Die müssen leider ein bisschen angeglichen werden. Ich habe das mit dem Dremel gemacht. Hier muss einiges weggenommen werden, damit das entsprechend auch passt. Aber das ist keine große Sache. Ja, aber das sieht man hier, denke ich mal, sehr gut. Und dann passt das auch. Dann werde ich das jetzt mal montieren, dann könnt ihr euch das mal angucken, wie das dann aussieht. Und ich denke mal, so kriegt das Ganze doch ein viel, viel schöneres Gesamtbild. Auch hier haben wir ein Beretta-Logo PB auf der linken Seite und auf der rechten Seite. Diese Pfeile, dieses Beretta-Symbol. Also ich finde die entschieden edler und die passen auch viel besser und runden das Gesamtbild jetzt richtig schön ab, wie ich finde. Ja, die sind nicht ganz billig, wie gesagt, weil die sind halt vom scharfen Modell. Man bekommt hier so keine Ersatzgriffschalen von Umarex, ist für diese Waffe nichts vorgesehen. Zumindest ist mir da nichts bekannt. Aber ich kann euch bei Ersatzteilen und solchen Zubehörteilen hier, kann ich euch da eine Firma empfehlen. Jetzt gucken wir uns mal noch an, wie die Waffe zerlegt wird. Wir nehmen das Magazin aus der Waffe. Wir haben hier einen Beretta-typischen Zerlegehebel. Wir entsichern die Waffe, spannen die Waffe, können jetzt hier drauf drücken und dann können wir den kleinen Zerlegehebel runter drücken. Dann wird der Verschluss nach hinten gezogen und nach vorne hin abgenommen. Hier vorne ist eine Feder drin, die ist hier nur eingesteckt, eingedreht. Ich lasse die jetzt auch mal so drin. Die hat hier quasi ein etwas schmaleres Ende. Hier vorne ist ein bisschen dicker das Ganze, damit das hier auch praktisch drin hält. Ja, hier hinten haben wir das, den, ich sage jetzt mal Schlagbolzen, der quasi dafür sorgt, dass das Ventil ausgelöst wird im Magazin. Ja, drückt praktisch hier hinten dann rein. Und
das Ganze. Und ja. Achso, Kimme und Korn ist hier natürlich nicht verstellbar. Das nur mal so nebenbei. Das Korn ist meist nie verstellbar, aber die Kimme halt hier auch nicht. Die Federführungsstange hier, die kriegt man so ohne weiteres nicht raus. Dazu muss man hier einiges zerlegen. Die Waffe selbst ist quasi in zwei Hälften, wenn man so will. Oder aus zwei Hälften zusammengesetzt. Wir haben hier ein paar Schrauben da, dort. Hier oben ist noch eine. Wie gesagt, befreundeter Büchsenmacher hat die zerlegt. Ich weiß, dass er hier einige Sachen abgeschliffen hat oder einige Grate vielmehr abgeschliffen hat. Sagen wir es mal so rum, um das Ganze leicht gängiger zu machen. Ja, also wenn man die jetzt hier abschlägt, das geht jetzt wirklich besser. Und die Feder hier vorn, die quasi für den Abzug zuständig ist, da hat er auch was dran verändert. Das ist jetzt alles viel leichtgängiger als vorher. Das geht wirklich butterweich. Und hat jetzt hier auch einen richtig schönen Druckpunkt. Ja, und so schaut das dann praktisch aus. Ja. Dieser Mechanismus hier quasi, der greift praktisch in das in die Mechanik von dem Magazin und drückt damit die BB quasi in den Lauf. So funktioniert das. Hier ist wie gesagt Single Action Only. Eigentlich eine ganz gute Lösung. Ja, aber es wird halt bei den Teilen nicht so sauber gearbeitet, dass man hier wie gesagt einen reibungslosen Lauf hat. Das lässt sich aber mit ein wenig handwerklichem Können alles ein bisschen besser machen, quasi ein bisschen fixen. Und was immer ganz gut ist, ist natürlich das Ganze gut abzuschmieren mit Fett. Ja, das ist hier auch noch mal gemacht worden. Also ich bin wirklich sehr zufrieden. Als ich die Waffe bekam vor einigen Tagen, habe ich mich gewundert. Da war ich kurz davor, die wieder zurückzugeben, weil mir der Abzug überhaupt nicht gefallen hat. Und man liest auch so viel im Internet darüber, dass auch andere User sich da beschwert haben, gesagt haben, Mensch, so optisch super, aber da kann man, wie gesagt, was machen. Ja, ich werde die nicht zerlegen, weil ich bin froh, dass die jetzt läuft. Und man hat mir gesagt, es sind sehr, sehr viele Kleinteile. Und das habe ich dann lieber doch einem Fachmann überlassen. Dann zahle ich dann lieber was und dann weiß ich, da ist es gemacht. So, also bittet mich nicht darum, die Waffe zu zerlegen. Das werde ich diesmal nicht tun. Bei diesem Modell werde ich das, wie gesagt, weiter nicht tun. So, wir bauen das jetzt wieder zusammen. Genau in der Reihenfolge. Wieder Feder hier drüber. So. Verschluss nach hinten und dann den kleinen Bügel wieder rum und dann war es das schon. Jetzt schauen wir uns erstmal die technischen Daten zur Waffe an. So, was ich noch erwähnen möchte, das Magazin ist 17-schüssig und einreihig. Wir haben hier einen Zubringer für die BBs. Ja, ich muss sehen, ob ich den runtergedrückt kriege. So, den kann man hier einrasten. Und dann werden die BBs hier in diese Ladeöffnung reingepackt. Man sollte hier oben mit dem Daumen mal ein bisschen gegenhalten, weil es mir schon vorgekommen, dass hier meine BB oben raus flutscht. Und wenn man das dann geladen hat, dann den Zubringer wieder freigeben. CO2-Kapsel einlegen. In meinem Fall mit dem Schlitzschraubenzieher das Ganze festdrehen und dann ist die Kapsel auch geladen. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal den Schusstest und dazu bewegen wir uns auch wieder in den Keller.
Jetzt schauen wir uns nochmal das Blowback an. So, und jetzt machen wir noch schnell den Chroni-Test. Auch wieder hier mit den Umarex-Stahlbabys. Die wiegen laut Internet 0,32 Gramm. Hier auf der Packung steht leider nichts drauf. Das finde ich sehr schade. Deswegen muss ich mich an diese Gewichtsangabe erstmal halten. Ich muss mich quasi daran orientieren vielmehr. Und wir nehmen die Blaster Plastik-BBs 4,5 mm. Hier haben wir ein Gewicht von 0,13 Gramm. Und wir werden da mal gucken, wie da die Ergebnisse sind, die Energie. Das machen wir jetzt hier bei mir schnell mal in der Werkstatt. So, jetzt schauen wir uns mal an, was die Stahlbabys mit 0,32 Gramm von Umarex, was die denn bringen. Joule bei 110,9 Meter pro Sekunde. Jo. Mit den Plastik-BBs 1,37 Joule, 145,4 Meter pro Sekunde. Ja, man hat beim Chroni-Test jetzt eindeutig gesehen, dass die vom Hersteller angegebenen 3 Joule doch etwas sehr hochgegriffen sind. Also ich habe es jetzt hier auch bei mir im Raum gemacht mit dem Chroni-Test. Wir haben hier eine angenehme Temperatur von 22 Grad im Raum. Also daran kann es schon mal nicht gelegen haben. Es war eine frische CO2-Kapsel drin und wir erreichen so knapp die 2-Joule-Marke mit den Stahl-BBs. Ja. Ob der Chroni jetzt nur so hundertprozentig genau ist, das kann ich natürlich auch nicht sagen. Das ist so ein ganz einfacher Chroni, halt nur so ein Airsoft-Chroni. Aber ich denke mir mal, so groß werden da die Abweichungen nicht sein. Und auf 3 Joule, glaube ich, kommt man hier nicht. Aber das ist auch nicht schlimm. Die Waffe hat ein sehr, sehr starkes Blowback. Das muss man wirklich sagen. Fühlt sich alles sehr, sehr realistisch an. Vom Handling und so weiter. Da geht natürlich eine ganze Menge an Energie schon durch das Blowback verloren. Aber das ist ja das, was das Ganze so authentisch macht. Und ich finde, die Schussergebnisse, die können sich auch wirklich sehen lassen. Ja, also ich habe hier nicht viel auszusetzen. Man zahlt ja auch nicht so sehr viel dafür. Ich habe für die Waffe so 114 Euro habe ich dafür bezahlt. Das ist okay. Das 6 mm Modell ist, glaube ich, sogar noch ein Ticken preiswerter. Aber wie dem auch sei. So bin ich schon sehr, sehr zufrieden damit und ich würde die Waffe auch weiterempfehlen. Also abgesehen mal von der Abzugscharakteristik, die im Original eben nicht so schön ist, aber mit einigen Handgriffen lässt sich da schon was bewerkstelligen. So, das soll es dann gewesen sein heute von mir. Ich möchte euch noch darum bitten, dass ihr meinen Kanal abonniert, falls das noch nicht geschehen sein sollte. Lasst mir auch ein Däumchen da, egal rauf, runter, wie auch immer. Jeder Klick zählt, sage ich immer. Und besucht auch meine Partnerkanäle, den GPC Gunpowder Community, Debo und Mildop Airgun Channel. Auch mal direkt unser Forum besuchen, blende ich euch hier mal ein. www.gpc-gunpowder-community.com. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Macht's gut. Bis die Tage. Euer Doc. Mein liebes Pferd hat gerade ein paar Haufen gemacht. Du kannst dir ein Pferdeappel nehmen. Das soll deine Belohnung sein.